Hallo, ihr Lieben, da sind wir mal wieder bei uns aus der Küche. Ja, heute haben wir wieder einen lecker Schmackofatz. Also wir hoffen es zumindest, wir haben es auch noch nicht ausprobiert. Ich nenne es einfach mal Ruckzuck-Dessert mitgebracht. Also die Desserts, die wir euch ja so beim letzten Mal und jetzt so in nächster Zeit zeigen werden, sind Desserts, die ja roundabout 10 Minuten brauchen, die kalorienarm sind, also auch low carb, Gut für die Figur. gegebenenfalls keto geeignet sind, genau richtig, und trotzdem lecker schmecken und was zum Schlemmen sind, ne? Heute wollen wir so eine Art Nussdessert machen, sage ich jetzt einfach mal. Also es ist die Beschreibung eines Snickers Quark. Allerdings habe ich die Erdnüsse vergessen. Wir Und nehmen jetzt Haselnüsse. die Karamellsoße, habe ich gesehen, habe ich auch vergessen. Also machen wir ein Nussdessert daraus. Ist aber nicht schlimm, ich stelle mir das trotzdem lecker vor. Geil. Wir improvisieren jetzt einfach ein bisschen Spatz, ne? Ja, So, würde ich dann auch drehen wir uns sagen. einmal um. Zack. Seht ihr, wir haben hier wieder alles für euch aufgebaut. Ich habe die Zutaten dementsprechend schon mal abgewogen, damit wir das alles schön miteinander verrühren können, und hoffentlich schmeckt es lecker und man kann es schlemmen. Also wir haben hier Backkakao. Hier drin sind gehackte Haselnüsse und Haferflocken. Hier drin haben wir Erdnussbutter. Dann haben wir hier Magerquark und wir haben für hinterher zum Drüberstreuen so ein bisschen Schokostreusel, allerdings in Zartbitter. Ja, Zartbitter ist nicht ganz so kalorienreich, wie wenn wir da Vollmilch für nehmen würden, ne? Und wir brauchen wie immer eine Schüssel. Diesmal habe ich eine höhere Schüssel genommen, weil ansonsten war das ja beim letzten Mal immer so. Ich gehe mal ein Stück runter. Die Küche hat nämlich Schwierigkeiten, meinen Kopf ganz mit drauf zu kriegen. Aber nicht schlimm. Ich beuge mich einfach ein bisschen so. Sieht total dämlich aus, aber es ist gar nicht schlimm. Bei dem letzten Mal war die Schale ja immer relativ flach und dann habe ich doch einiges versaut. Das ist immer ein bisschen lästig, weil ich muss es ja auch wieder sauber machen, ne? So sieht's aus, Und ne? ey, Wir ich machen bin dann halt mal noch eben gar ja, aber nicht es ist, ich fertig. glaube, so ist besser. Okay, und natürlich den Mixer habe ich wieder mit dabei, damit wir das Ganze schön rühren können, damit wir das nicht mit der Hand verquirlen müssen. Und ich würde sagen, wir hören auf zu labern und wir legen Wir legen einfach einfach los. los. So, zack, Löffel aus der Schublade. Okay. Dann, auch das ist wieder ganz einfach. Wir rühren einfach alles zusammen, gucken mal, ob es schmeckt. Ne? Also laut Rezept wird so zusammengerührt. Das kann ja gar nicht so schwierig sein. So, wir beginnen mit dem Quark. Pippi, magst du auch was sagen? Nö, gerade nicht. Okay. Zack. Doch, beeil dich, ich hab Hunger. Ja, genau. Die kleine Maus, die ist ja auch so einen süßen Zahn, ne? Die mag gerne leckere, süße Sachen. Wo willst du hin? Stink ich? Ein bisschen. Kann gar nicht sein. War Da erst haben wir aber dich in duschen. anständig, ohne dass du Nee, guck da doch hocken einfach nur in musst. den Topf rein. Mein Gesicht ist doch jetzt völlig uninteressant dabei. Ihr Ganz wisst doch schön alle, frech wie ich heute. aussehe, oder? Die Pippi ist heute sehr auf Streit aus, kann ich euch sagen. Auch Quatsch. Ich weiß nicht warum. So, zack, ran damit. Uah. Magerquark ist ja schon irgendwie immer so eine feste, eklige Sache. Aber es schmeckt halt echt gut. Es sättigt super und es hat halt keine Kalorien in dem Sinne, ne? Das ist halt schon echt eine feine Sache. Aber es sieht irgendwie immer ein bisschen, ja, aus. So, dann haben wir jetzt hier die Erdnussbutter, ihr Lieben. Bei Erdnussbutter müsst ihr immer ein bisschen drauf achten. Es gibt ganz viele verschiedene Erdnussbutter. Die einen sind sehr, sehr zuckerhaltig. Es gibt aber auch welche, wo so gut wie gar kein Zucker drin ist. Wenn man natürlich ein Dessert machen möchte, was zuckerreduziert ist, dann sollte es natürlich auch eine Erdnussbutter sein, wo nicht viel Zucker drin ist, ne? Also ich denke, das sollte ja für jeden logisch sein, ne? So, jetzt packen wir hier noch die Erdnussbutter mit rein. Es gibt eine ganz schöne Sauerei, kann ich euch sagen. Aber ist nicht schlimm. Gerade Sachen, die bei der Zubereitung meistens ziemlich widerlich aussehen, sind hinterher meistens sehr, sehr lecker. So, den Quark da mit rein. Huch, oh, jetzt hatte ich schon Angst, ich hätte schon wieder Sauerei gemacht. So, der Back. Ach, ich mache das immer zur falschen Seite, ne? Der Backkakao kommt mit rein. Und wir hauen natürlich auch direkt die Haselnüsse und die Haferflocken damit rein. So, jetzt haben wir alles in einem Topf. Jetzt machen wir den Mixer an und hoffen mal, dass das hinterher auch so schmeckt, wie es soll. Ne? Also, wie gesagt, das sind ganz, ganz einfache Desserts, die wir jetzt, wo wir schon eins von gemacht haben. Der Kilo Killer, der war ja auch so einfach. Und jetzt hier noch eins. Und wir haben noch ein Bounty. Und wir werden das Snickers auch einmal noch richtig machen mit Karamellsoße und mit Erdnüssen. Aber ich habe es halt wie immer vergessen. Ne? Viel beschäftigt. Zack.
vorbei. So, dann werden wir das Ganze jetzt gut durchrühren. Ihr kennt das ja schon, jetzt wird es was lauter. Das geht aber. Ja, ne, das geht. Aber es lässt sich auch erstaunlicherweise gut verteilen. Ich hatte das jetzt mit mehr, unsere Mats direkt. Ja, mit mehr Schwierigkeiten gerechnet. Ja, das war es eigentlich schon. Das war ja jetzt wirklich nicht schwierig, würde ich behaupten. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob das Ganze auch schmeckt. Die Schokostreusel kann man hinterher, das zeigen wir euch gleich in der Schüssel da so ein bisschen drüber. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so lecker ist. Aber wir testen das jetzt mal. Als erstes, wie immer, die Pipi-Maus. Nicht süß genug? Mm-mm. Mehr Erdnussbutter? Ich glaube, da fehlt tatsächlich echt die Karamellsoße. Ist irgendwie noch irgendwas fehlt da. Ja, ist nicht mehr ganz so kalorienarm, würde ich sagen. Schmeckt nicht so dolle. Nee, nicht so tolle. Auch nicht? Aber schon mal besser als vorher. Aber ich mag ihn so ganz hart bitter. Ist jetzt nicht so der Kracher. Habe ich mir leckerer vorgestellt, ja, als ich ehrlich bin. Da stand's, ja gut, jetzt muss ich natürlich sagen, wir haben das Rezept ja auch nicht so gemacht, wie es sollte. Wir haben es nicht hundertprozentig so gemacht, wie es sollte. Das werden wir jetzt einfach nochmal nachmachen beim nächsten Mal. Obwohl jetzt, oh, so schlecht finde ich das jetzt gar nicht, wenn so die Schokolade dabei im Mund mitschmilzt. Fazit, ist okay. Hab schon Schlechteres gegessen. Aber auch schon Besseres. Wir werden das aber einmal machen mit der Karamellsoße. Ja. Und mit den Erdnüssen. Genau. Ja. Die haben wir jetzt weggelassen und dafür hat. Ich merke ja keine Haselnüsse. Nee, ich auch nicht. Doch, zwischendurch so. Es ist okay, Kinos. Kann man machen. Es ist jetzt nicht so ein Kracher wie der Kilo-Killer von der letzten Woche. Das stimmt, ja. Oder die Rolle, die wir davor hatten. Aber es schmeckt trotzdem. Das ist okay. Also wenn ich nichts Süßes zu Hause hätte, würde ich das gerne essen. Machen und essen. Weil ich mir denken würde, geht wenn ich schnell. So richtig Bock auf was Süßes habe, ist das okay? Ja. Wenn man sich jetzt so auf so ein Snickers-Ding gefreut hat, so ein Snickers-Quark. Ja, ich glaube, das war jetzt das Problem. Ne? Ja. Wir haben natürlich gelesen gehabt, es ist ein Snickers-Quark. Da stellst du dich dann auch darauf ein, weil du weißt, Snickers ist geil. Snickers ist lecker, ja. Jetzt haben wir natürlich, oder ich habe da zwei Zutaten vergessen, jetzt haben wir improvisiert. Ja. Jetzt ist es halt kein Snickers-Quark geworden, jetzt ist es Quarkpompe mit Schokostreusel. Ja, so ungefähr. Das trifft es. Das aber ist unsere, gar nicht schlecht. Aber wir schauen mal, das ist unsere Quarkpompe mit Schokostreuseln. Aber es ist gar nicht schlecht. Ja, ist okay. Ich muss natürlich sagen, ich esse auch gerne zartbitter. Ne? Das ist voll was die Pippi nicht so gerne isst, aber ich mag zartbitter Schokolade, lieber manchmal sogar wie Vollmilch. Stimmt ja nicht mit dir. Aber lecker. Okay, also Fazit gut. Den Rest findet ihr in unserer Beschreibung, wie wir das zusammen gemixt haben. Das nächste Mal kommt auf jeden Fall noch ein Snickers-Video. Genau, wir werden nächste Woche definitiv das, ich finde es trotzdem geil, definitiv das Original, es muss nur genug Schokostreusel drauf sein, Original-Snickers-Video euch noch nachreichen, wenn ich dann Nüsse und Karamellsoße richtig. Und dann würden wir sagen, habe.
Aber lecker finde ich das trotzdem. Ja, ist doch super. Okay, ihr Lieben. Tschüss.